So, da sind wir mal wieder bei TF2. Ich bin heute alleine und wir spielen nicht Scout, auch wenn wir hier gerade einen sehen. Und zwar wurde ich gefragt, kannst du nicht mal Market Gardener spielen? Und das machen wir auch mal. Also, an denjenigen, der auf Facebook gefragt hat. Ich mache das jetzt nur für dich, ja. Also, fühl dich geehrt. Mein Market Gardener hat 0 Kills, das hat seine Gründe. Ich kann das nämlich überhaupt nicht. Also verzeiht mir, wenn ich schlecht bin. Naja, ich spiele auf Harvest dafür. Harvest ist ja nicht unbedingt eine Map, bei der das ja schwierig ist zu Market Gardenern. Ja, gut, das klappt schon mal alles hervorragend. Und ich werde dann mal probieren, eine interessante Geschichte zu erzählen von gestern. Naja, gut, das hat doch zur Sache geklappt. Uah, jetzt sterbe ich durch die Sentry. Und zwar, ja, ich bin in deinem Team. Danke, dass du mir das Medipack klaust. Ja, wir haben gewonnen. Cool. Und zwar habe ich gestern ein Video für jemand Bekanntes gemacht. Halt so zum Geburtstag. Und da habe ich so ein paar Stunden dran gesessen. Dann wollte ich das rendern. Ich klicke auf Rendern. Und in dem Moment fängt mein komisches Programm einfach mal an, sich von selbst zu deinstallieren. Hat mir lauter Errors rausgerotzt und meinte dann zu mir, bitte installiere mich neu. Das war sehr interessant. Ah, fuck, jetzt hat er mich getroffen. Das wollte ich auch machen. Na gut. Ja, das war sehr skurril, finde ich. Also, dass ein Programm sich von alleine deinstalliert und dann auch Tatsache noch eine Fehlermeldung ausspuckt, bitte installiere das Programm neu. Das finde ich schon sehr seltsam. Ah. Das zählt für mich auch als Market Gardener, wenn ich dich so abschlachte. Mann. Komm her, du Pussy. Nicht wegrennen, jetzt wurde er geneift. Ist ja auch blöd. Ja, das ist schon ziemlich hohl, wenn man so spielt, aber ab und an macht es mal Spaß. Ich habe das aber schon ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, bestimmt 10 Monate oder so. Huch, wer bist denn du? Ja, dich brauche ich nicht schaufeln, das machen wir mit der Shotgun. Oder du rennst einfach weg. Was war das denn? Ist das irgendwie schwul oder was? Als wenn du mich so snipen kannst. Ja, ah, ich sterbe. Nee, doch nicht. Was macht er denn? Er dreht sich um mich. Behindert. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, falls irgendjemand Interesse hat, sich hier Gothic 4 zu kaufen. Das kostet im Steam, glaube ich, 15 Euro, also irgendwie in dem Dreh. Kauft euch die PC Games Zeitung. Da ist das gerade drin. Die Vollversion von Arcania und die Zeitung kostet 5 Euro. Ist durchaus mal empfehlenswert. Habe ich auch hier liegen, ich habe das Spiel aber noch nicht getestet, weil, ja, ich kaufe mir eine Zeitung nicht wegen den Games. Das ist unfair, der sieht mich immer. Toll, das war ein hervorragender Jump. Da ist eine Sentry, die mich gleich killt. Na gut, dann kill mich halt nicht. Uah, ein Pyro mit Lappenwaffe. Damit will ich nichts zu tun haben. Schnell hier. Ja, toll. Warum kriege ich von so wenig Fall so viel Schaden? Man merkt, ich bin hervorragend mit dem Market Gardener. Was ist der denn für einen hässlichen Hut auf? Achso, das ist bestimmt dieser Halloween-Hut. Naja, gut, das interessiert mich alles nicht. Ah, wir haben schon zwei Kills: einen mit der Shotgun, einen mit der Schaufel. Und ich denke, so wird das auch bleiben. Da hinten steht der Sniper rum. Gucken, ob wir den kriegen. Oh, diese verfickte Sentry. Was soll ich da machen, wenn die mich wegschießt? Das war so gut, ja. Da hätte ich den voll grape, den Lappen. Ja, toll. Den Spy sieht er nicht mal. Ist auch überhaupt nicht obvious, wenn der ihn anguckt. Ja, alle, die News zu meinem TF2-LP wollen, sollten übrigens mal auf meine Facebook-Seite gehen und falls sie einen Account haben, da poste ich meistens die ganzen Neuigkeiten und sowas. Ach, bleib doch mal hier. Gut, dann lassen wir dich halt in Ruhe und schnappen uns was anderes. Ey, das war doch. Oh. Zählt das nicht mehr, wenn man gerade landet? Das wäre so schön gewesen, hätte ich nur noch Scouts gekillt heute. Bei was war ich gerade? Achso, bei Facebook, ja. Da habe ich auch schon geschrieben, dass ich meinen TF2-LP wahrscheinlich nach dem 150. Part erstmal eine Weile pausieren werde. Beziehungsweise bis Anfang nächsten Jahres. Ist nicht wirklich lange. Das sind
anderthalb Monate etwa. Stirb. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich das Spiel nicht mehr mag. Aber ich finde, wenn man ein LP hat, was für immer läuft, so wie das hier, dann sollte man ab und an mal schon eine kleine Pause reinschieben. Sonst wird es halt langweilig, wenn man immer das aufnimmt. So, habe ich immerhin den Typ. Auch wenn der mich wahrscheinlich gar nicht wollte. Oh Gott, ein Heavy. Super. Bin richtig gut heute. Aber ist mir egal. Ja, ich habe das alles bei Facebook schon erläutert. Und zwar werde ich denn, wenn ich die Parts hier bis 149 fertig habe, dann werde ich mich an den 100. Part machen, der eh noch fehlt. Ich werde nicht das machen, was ich geplant hatte, weil mir das zu zeitaufwendig ist erstmal. Aber ich werde trotzdem was machen, was nicht nur dieses normale Gameplay beinhaltet. Ja, und für den 150. Part mache ich vielleicht auch nochmal irgendwas Besonderes. Cool. Der hat die Robbenmaske auf. Das sieht schon aus wie ein Free-to-Play. Ist immer, es klingt immer so abwertend, aber ist es ja eigentlich auch. Wenn man sagt, das ist ein Free-to-Play, dann geht man davon aus, die Leute haben überhaupt keinen Plan vom Spiel. Und das ist ja bei den meisten auch der Fall. Muss man ja jetzt nicht wirklich böse nehmen, aber Leute, die das Spiel halt erst seit, weiß ich, 2 Wochen spielen oder so, die haben halt noch nicht so viel Ahnung. Cool. Läuft der hervorragend. Nur am Sterben und jetzt noch hier verloren. Warum habe ich denn den hässlichen Bildset auf? Den will ich doch gar nicht. Ja, das hier. Mann. So ein Bildset ist schon nicht gerade hübsch, wenn er nicht in Leim ist. Ich finde alle Farben beim Bild ziemlich hässlich, außer. Oh, warum habe ich den nicht getroffen? Außer Leim, das sieht ganz gut aus. Dass die mich nicht einfach mal in Ruhe Market Garden können, lassen können. Ich meine, ich probiere hier eine ultra krasse Aufnahme zu machen, die mindestens eine Person anschaut. Ja, und dann lassen die einen nicht mehr. Außerdem sieht der Rocket Jumper total scheiße aus mittlerweile. Der war früher viel cooler, als er noch normal aussah wie ein Rocket. Oh, snipet mir die halt noch weg hier. Ist ja nicht so, dass ich gut bin. Juhu. Ich hasse Pyros auf der Map. Die sind hier viel zu stark, finde ich. Ich meine, das sind alle so eine. Im Gebäude sind so eine enge Gänge, draußen hat man diese ganzen Kanten, da kommt ein Pyro um die Ecke mit Degreaser und Extinguisher und dann bam, instant tot. Das ist hier ziemlich fies, genauso wie Huvis, aber Huvis sind auf jeder Map lame. Lass das. Oh ja, das ist der einzige, den man vielleicht nochmal Market Garden könnte. Ist das behindert? Das ist so dumm. Und ich bin gleich. Ja, jetzt hat er mich so geschaufelt. Ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt eh durch Fallschaden gestorben. Ja, wir haben 2 Kills. Ich könnte noch Mantrets anlegen, aber das ist ja komplett sinnlos. Ach Gott, komm, probieren wir mal, jemanden zu zerstampfen. Ehe, wenn ich sowas mal probiere, dann habe ich eh das Gefühl, dass ich mit Mantrets wesentlich mehr schaffe als. Toll! Als mit dem Market Gardener. Weil mit dem Mantrets muss man genau drauf landen, mit dem Market Gardener muss man mal schon so ein bisschen früher schaufeln. Ja! Verflüchtige dich vor mir. Toll! Ich brenne. Bringt voll, wenn man mit dem Market Gardener normal prügelt. Ja. Ja. Oh, da hat jemand einen Strange Big Earner bekommen durch Traden. Das ist natürlich Wahnsinn. Ist ja. Naja. Lass mir eben seine Freude. Ich habe noch nie einen Spy gesehen, der mit Big Earner spielt, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie eine komische Waffe. Da drüben ist ein Sniper. Den kann ich da drinnen leider nicht Market Gardenern. Jetzt bin ich ihm auf den Kopf gesprungen. Ne, er ist mir auf den Kopf gesprungen. Jetzt hat er sich ein Medikit gekrallt.
Gut. Hat er jetzt auch den Soldier gekillt? Nee. Soldier hat sich verpisst. Wie ist der weggekommen, wenn er ein Scout war? Mysterious. Das war Fail. Wollte ich die Wand benutzen. Mann. Hier ist immer alles schon tot, wenn ich ankomme. Scout will ich nicht. Die stinken. Außerdem ist er gerade zerplatzt worden. Von Mr. Direct Hit. Wow. Huvi. Sniper. Spy. Was macht denn der Sniper hier? Ist er behindert? Ich weiß nicht, was der Sniper damit be bezweckt, dass er da geduckt rumkriecht und nichts macht, aber gut ist es auf keinen Fall. Der hat einen Heroes-Tail. Die sind ja relativ teuer. Also, ja, teuer kann man es nicht wirklich nennen, aber teurer als manche andere Hüte. Klatsch. Mal immerhin mal wieder einen erwischt. Gut, das war komisch. Na ja, gut, das zählt nicht, der hat stillgestanden. Leute, die stillstehen, mantraden, ist nicht schwer. Gut, fick mich mit deiner Wix-Gun. Wozu hast du im Flug Destinator bei mit einer Flaggern? Das ist ziemlich nutzlos und ich brenne. Ach, der hat einen Detonator dabei. Detonator ist komplett nutzlos. Ich finde das eigentlich fail, dass beim Detonator nicht dran steht, dass der nur Mini-Crits macht. Aber der macht auf jeden Fall, wenn man brennende Ziele trifft, weniger Schaden als die normale Flaggern. Das ist nicht so gut. Ah, das war schade. Mal beide kurz daneben gehauen. Knapp daneben. Na, was willst du? Ja, verpiss dich nur. Hast Angst vor mir. Angst. Besser wieder. Mann, jetzt bin ich genau unter ihn gejumpt. Ja, was willst du machen? Komm. Er probiert es schon wieder. Ich dachte, er lässt mich jetzt in Ruhe. Geh weg. Den kriege ich nicht. Weil was war mit dem Heavy gerade? Zwei Scouts, die daneben schießen. Ja, was kann ich denn noch erzählen? Ich habe gerade irgendwie gar nichts an interessanten Themen zur Hand. Aber irgendwie fällt mir auch da nicht wirklich was ein. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht aufgenommen. Ich nehme das jetzt eigentlich nur auf, weil ich keinen Vorrat mehr habe. Ich hatte es, glaube ich, schon beim letzten Mal angesprochen mit Derfer. Wir machen gerade DC Universe zusammen. Also für diejenigen, die ihn mögen, die können das ja mal gucken. Das ist bei ihm auf dem Kanal. Ah, schon wieder so knapp daneben. So, das war Fail, aber naja. Irgendwie ist es nervig, dass alle einem immer die ganzen Sachen vor der Nase wegkillen. Ich will doch nur mal was Market Gardenern. Ja, toll. Ihr macht das super. Lasst mir einfach gar nichts übrig. Ich habe 11 Kills. Aha. Davon habe ich, glaube ich, die Hälfte normal weggeschaufelt. Manchmal zählt das ja auch gar nicht als Crit, wenn man den eigentlich beim Rocket Jumpen noch erwischt. Das habe ich bei Ninju schon oft gesehen. Der macht ja nichts anderes im Prinzip. Was hat der auf seinem Market Garden 3000 Kills oder so? Und alle legit. Also hier nicht mit Idle Farm oder sowas. Einfach normal durchspielen. Was? Warum hat das kein Crit? Ich war doch wohl voll in der Luft. Ey, noch ein Medic. Und ich bin tot. Ich bin auf meinem Teammate gelandet und dadurch nicht an Fallschaden gestorben. Sehr praktisch. Scheiße. Mental Gen Bud 6. Ein sehr guter Name. Hier sehen wir wieder die Robbenmaske im Einsatz. Ein exquisites Kopfbekleidungsstück. Die ist so toll, dass ich sie wahrscheinlich gleich löschen werde, weil sie den Inventarslot wegnimmt.
Wo ist denn hier mal was? Da haben wir einen Scout, den werde ich wahrscheinlich nicht kriegen, deswegen klemme ich mir das direkt mal. So, dich haben wir weg. Ah, ich bin so ein Market Gardener Fachmann. Oh, ich dachte, der springt anders lang. Wupp, das war kacke. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Geht doch. Naja, der hat sich nicht wirklich gewehrt, aber muss er ja nicht. Hauptsache, er wird geschaufelt. So wie der. Ah, schade, da habe ich ein bisschen daneben gehauen. Sonst hätte ich ein Dreier-Kombo gehabt. Ich würde sagen, wir machen das mal bis ich 25 Skills auf den Teil habe.